Steffen, nun ist ja jeder Bürgermeister nicht nur Amtsperson, das heißt also Vorgesetzter einer großen Behörde, sondern er muss sich ja auch mit Politik auseinandersetzen. Und in dem Zusammenhang drängt sich ja für viele Leute auch die Frage auf, wer wäre denn aus deiner Sicht ein Politiker, den du so ein bisschen als Vorbildfunktion sehen würdest und der dir so zurzeit imponiert? Mich beeindruckt im Moment der Ministerpräsident von Baden-Württemberg sehr. Ein sehr fachkompetenter Mann, der sehr anerkannt ist von parteiübergreifend und bewiesen hat, mit welcher Fachlichkeit er in die Politik, in der politischen Arbeit ist und wie sehr er sich an der Sache orientiert. Und es gelingt ihm aus seiner Nähe zu seiner Heimat. Er ist jemand aus der Region, der für seine Region denkt, dass ihm gelingt, die Menschen zusammenzubringen, die Themen anzufassen und dabei auch die Balance zwischen dem im Ländle sein, das heißt dieses eher erhalten konservative Denkende zu haben und trotzdem die Zukunftsorientierung nicht aus dem Auge verliert und die Moderne, für die die Grünen ja auch immer stehen, das nach vorne Denkende zu verbinden. Das finde ich sehr beeindruckend und das halte ich für auch für unsere Stadt für einen ganz wichtigen Aspekt. Man kann das sehr gut übertragen auf Bad Schwartau, das auch in diesem Spannungsfeld ist und diese Erfolge hinzubekommen in einer Region für eine Stadt zum Beispiel, das gelingt dir nur, wenn du hierher kommst und das hier kennst, worum es hier geht.